Hallo meine Lieben, ja schön, dass ihr hierher gefunden habt. Wir werden heute gemeinsam ein 72-Stunden-Orakel machen. Das heißt, wann immer du das findest und damit in Resonanz gehst, hat es auch Bedeutung für dich. Okay, dann ziehen wir zuallererst ein Weisheitsorakel und ein Krafttier. Okay, wir haben hier Orphaned. Vielleicht fühlst du dich gerade allein oder allein gelassen oder irgendwie auch einsam. Du hast vielleicht auch irgendetwas aus deinem Leben verloren. Lass mich mal ein Krafttier dazu nehmen. Upsa. Und was haben wir hier? Den Biber. Schaffe eine solide Basis. Okay. Ja, also entweder ist gerade etwas in deinem Leben, was dir sozusagen den Boden unter den Füßen weghaut, oder es war vielleicht schon passiert. Genau, und hier das Krafttier sagt tatsächlich, schaffe dir eine solide Basis. Mach dir bewusst, egal was im Außen passiert, auch unabhängig von Menschen im Außen, dass du ein volles und ganzes Geschöpf bist und dass du das Glück vor allem in dir findest. Und da kannst du auch wunderbar die Natur nutzen, ne? Die ist voller Fülle, voller hochschwingender Energien. Da einfach wirklich Energien tanken, schauen auch, was du über den Tag hindurch konsumierst. Ich zum Beispiel, ich mache schon Ewigkeiten keine Nachrichten mehr, höre auch keine Musik mit negativen Liedtexten, denn dein Unterbewusstsein nimmt alles auf. Guck auch, mit welchen Menschen du dich umgibst, beziehungsweise was du für Gespräche auch über den Tag hindurch mit dir selbst oder mit anderen Mitmenschen führst, ja? Denn all das natürlich beeinflusst dein Unbewusstes und kann dann eben auch zu einem Gewohnheitsmuster werden. Genau, aber hier möchte dir einfach das Orakel sagen, finde etwas, was dir Kraft und Stabilität gibt, ja, vor allem eben auch, ja, die Kraft vor allem auch in dir, in deiner Ressource. Du hast so viele Ressourcen in dir und manchmal, auch wenn man sich so fühlt, als würde etwas wegbrechen im Leben, kann es im Nachgang sogar das größte Geschenk sein, ja, vielleicht sogar auch den Weg zu dir selbst zu finden. Genau, also wie gesagt, entweder ist hier schon bereits was passiert oder du bist gerade sozusagen da drinne. Genau, wir gucken einfach mal näher rein, was die Tarotkarten sagen. Dazu ziehen wir jetzt die Karten. Wir haben hier einmal die 6 der Stäbe. Da möchte ich mal eine Klärungskarte haben. Und wir haben hier das Ass der Schwerter. Okay, da nehme ich nochmal eine Zusatzkarte. Okay, also für dich ist irgendwie glasklar, was du willst tatsächlich. Ja, du willst es hat hier etwas mit Emotionen zu tun. Vielleicht willst du eine gesunde Partnerschaft oder einfach gesunde Menschenbeziehung, vielleicht aber auch einen bestimmten Menschen. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass egal wie du dich gerade fühlst oder was da weggebrochen ist oder vielleicht gerade dabei ist wegzubrechen, dass du irgendwie so ein tiefes Wissen hast, wie gesagt, nicht für alle von euch, aber für manche von euch, dass das sich trotzdem richtig anfühlt, aber vielleicht eine gewisse Zeit des Alleinganges vonnöten ist, um zu sich selber zu finden, um in sich selber eine Stabilität zu finden. Weil diese drei Karten sagen aus, man hat auf jeden Fall so ein tiefes Wissen hier, ja, dass diese Verbindung oder eine bestimmte Verbindung hier vielleicht auch schicksalshaft ist, ja, auch wenn es vielleicht sich zurzeit so anfühlt, als wäre es holprig oder als wäre etwas in Verlust gegangen. Ja, genau, dann schauen wir mal. Und das meine ich eben damit, ja, da dieses Krafttier sagt im Endeffekt aus, schaffe die Basis in dir erstmal oder vielleicht ist damit auch gemeint, erstmal Ordnung ins eigene Leben zu bringen. Vielleicht sind da noch ungelöste Themen, vielleicht aber auch bei diesen Menschen, wenn du jetzt sagst, okay, damit gehe ich in Resonanz, dass da erstmal Ordnung auf jeder Seite geschaffen werden sollte, damit man auf einem ganz anderen Level oder ne, in so einer Ordnung wieder aufeinander zukommen kann. Lass mich mal weiterschauen. Wir haben hier die Kraft und das ist eben auch das, was ich hier wahrnehme. Genau das, was auch sozusagen die Biberkarte sagt. Genau, nutze die Zeit hier für dich. Und zwar alles, was, ja, auch es können auch negative Glaubenssätze sein über dich selbst, vielleicht auch über die Liebe oder die Verbindung oder generell andere Themen.
Lass all das los, was dich belastet, was dich vielleicht auch zurückhält im Leben. Vielleicht glaubst du auch nicht wirklich an dich oder dass du etwas verdient hast. Ja, und es ist jetzt wirklich an der Zeit, wenn du hiermit in Resonanz gehst, vielleicht, wenn du jetzt auch die Legung siehst, das Wochenende steht ja an, dass du das Wochenende für dich nutzt, um wirklich mal tief reinzuschauen, wieso, weshalb, warum sind gewisse Dinge passiert, was habe ich vielleicht für gewohnte Muster an den Tag gelegt oder auch Gedanken. Denn unsere Gedanken kreieren natürlich auch unsere Realität, vor allem wenn sie dominant und immer wiederholend gedacht werden. Und das ist ganz, ganz wichtig, gewisse Dinge ausfindig zu machen. Und das wird hier auch der Schlüssel für dich sein, wirklich zurück in deine Kraft zu kommen, in dein Selbstvertrauen zu kommen. Versuche wirklich das Vertrauen in dir selbst zu entwickeln. Ja, du bist sozusagen mit der göttlichen Quelle verbunden. Und egal, was im Außen ist, was du gerade wahrnimmst mit deinen fünf Sinnen, das ist im Endeffekt nur das Resultat deiner inneren Haltung von gestern. Das heißt, du kannst alles um 180 Grad drehen, wenn du in die Identität kommst, die du gerne sein möchtest, die du gerne leben möchtest. Ja, das heißt beispielsweise, wenn du dich nicht mehr alleine fühlen möchtest oder verlassen fühlen möchtest, dann muss man sich natürlich erstmal diesen Gedanken von sich wegbekommen, dieses Gefühl. Ja, man muss sich verbunden fühlen und dann kommen eben auch Ereignisse und Menschen auf deinen Weg, ja, und vielleicht sogar eben auch dann diese Geschichte, die dir das Gefühl der Verbundenheit eben auch geben. Deswegen ist diese solide Basis auch so unheimlich wichtig, ja, weil es eben auch nachhaltig ist und nicht nur für kurze Momente. Genau. Ja, dann haben wir hier den Page der Stäbe. Der steht ja immer so für Neuanfang. Lass mich mal eine Klärungskarte nehmen. Oh, okay. Ja, hier haben wir schon einen Ritter. Wir haben ja jetzt gesagt, das ist für die kommenden 72 Stunden. Das kann jetzt natürlich auch sein, ja, dass jetzt auch tatsächlich in den kommenden 72 Stunden ganz plötzlich jemand bei dir anklopft, ja, und vielleicht sogar auch bei manchen von euch hier nach einem Neuanfang fragt, ja, vielleicht ist das hier schon etwas Vergangenes, ne, oder es kann aber eben auch sein, weil die Energien stehen hier auf jeden Fall, dass das in den nächsten Tagen oder Wochen eben auch nahen Wochen passieren kann, ja, genau, wenn sozusagen hier diese, vielleicht auch innere Leere losgelassen wird und man so dieses Glück in sich und diese Verbundenheit in sich spürt, weil dann strahlst du so ein magnetisches Feld aus, so einen Fingerabdruck oder Fußabdruck, den andere Menschen natürlich auch unbewusst spüren und dann irgendwie auch einen Impuls bekommen, sich bei dir ganz schnell melden zu wollen. Ja, und da sehe ich hier, da ist ein Ritter, der kommt dann ganz impulsiv, der, wie so eine Eingebung, die dann auf diesen Menschen kommt, wird dann erreicht, die ihn oder diese Person dazu animieren, dich zu kontaktieren, ja, und nach einem Neubeginn hier zu fragen. Das heißt, wenn du jetzt sagst in dieser Legung, du hast dieses tiefe Wissen, ja, dann in dieser Legung hast du auch damit recht. So. Oh, die 10 der Münzen, das ist ja eine super tolle Karte. Oh, guck mal, noch ein Ritter hier. Ja, ja, das sind jetzt hier zwei Ritter. Guck mal, ich sehe gerade an der Unterseite auch noch die 4 der Stäbe. Das ist nochmal für mich so eine Doppelbestätigung, dieses tiefe Wissen, was du in dir trägst. Auch wenn jetzt vielleicht deine äußeren Umstände dir etwas ganz anderes aufzeigen, kannst du deinem inneren Wissen oder deinem tiefen Wissen Vertrauen schenken, ne? Wenn das jetzt hier deine Legung ist. Das ist super interessant, denn hier habe ich wieder einen Ritter, der sich hier auf den Weg macht, sehr viel zu tun hat hier mit dieser Eingebung, ne? Auch darauf zureiten möchte, auf dieses, wie sagt man, diese Wiedervereinigung, dieses Glück gemeinsam aufbauen, ja, und genau, einer muss eben damit anfangen, mit dieser inneren Veränderung sozusagen, denn im Außen kann man langfristig nichts verändern, wenn wir in der Innenwelt nicht viel nachhaltig verändern, deswegen ist wirklich, wenn es deine Legung ist, nimm diese Karte, ich halte sie auch nochmal in die Kamera, schaffe eine solide Basis, also wirklich auch, dass du schon auch in eine Art Unabhängigkeit in dem Sinne kommst, dass du so stabil in dir bist, auch emotional,
dass egal was im Außen passiert, du wirklich schon auch immer so verbunden bist. Ja, dass dich wie so ein Baum, der so ganz stark verwurzelt ist, da kann ein Sturm kommen, wie will. Du lässt dich vielleicht mal eine Minute davon beeindrucken, aber dann kommst du wieder komplett in deine Mitte und bist total in dir verwurzelt. Und das ist damit gemeint, lässt dich dadurch natürlich auch weniger triggern. Ja, das ist ja echt eine coole Legung. Dann, da es ja hier um eine Verbindung geht, würde ich gerne noch mal zwei, drei Karten von diesem Kartendeck zusätzlich nehmen, was wir hier noch für Zusatzbotschaften bekommen. Schauen wir mal. Jetzt habe ich hier drei Karten. So, also, ja, das Problem war sicherlich hier auch eine gewisse Art von Unehrlichkeit, vielleicht nicht mit offenen Karten gespielt zu haben, ja, das kann sein bei diesem Menschen, aber auch vielleicht bei dir, dass du dich vielleicht auch nicht getraut hast, wirklich deine tiefen Wünsche zu äußern, dich vielleicht auch unbewusst verstellt und verbogen hast, um es dem anderen recht zu machen oder aus Angst etwas zu verlieren, aber genau aus dieser Angst heraus verliert man eben leider auch die Dinge nach den Gesetzen des Universums. Genau, dann haben wir hier, oh, die Boundaries. Ja, genau das ist das, was ich hier wahrnehme. Vielleicht ging es auch wirklich darum, dass man nicht genug Grenzen gesetzt hat, vieles über sich hat ergehen lassen und dadurch auch auf der anderen Seite der Respekt immer kleiner wurde und dadurch eine blöde Dynamik entstanden ist, die dann eben zu diesem, ja, dieser Einsamkeit irgendwo auch geführt hat. Ja, und genau, wie haben wir noch die Influences? Hier ist nämlich auch damit gemeint, dieses Attachments, diese Abhängigkeit. Ne? Das heißt so, Angst zu haben, den anderen zu verlieren, aber dadurch eben verliert man oft sich selbst. Und genau das nämlich hier auch in dieser Legung war, dass das genau diese Probleme waren oder sind, die eben dazu geführt haben, sich jetzt irgendwie einsam zu fühlen oder vielleicht verlassen zu fühlen. Und das ist so super interessant, weil genau diese drei Dinge kann man wirklich eliminieren, indem man in sich diese stabile Basis hier aufbaut. Finde Energie, sollen die dir Kraft geben. Das heißt, vielleicht irgendein Hobby, was du schon immer anfangen wolltest, ein Tanzkurs oder ne, irgendetwas, Weiterbildung, egal was, alles, was dir Spaß macht und was dir auch zu einer Unabhängigkeit weiter verhilft sozusagen, was dir einfach gute Schwingungen gibt, ja, und dich bereichert. Genau, und ich kann es nicht oft genug sagen, macht den Fernsehen aus, guckt keine Nachrichten, keine Horrorfilme, weil das tut schon das Unterbewusstsein extrem beeinflussen. Ja, das war das 72-Stunden-Orakel. Schau bitte, ob du in Resonanz damit gegangen bist. Ja, und wenn dir die Legung gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Like, Kommentar, doch Abo. Dann habt einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.